Hi Leute, herzlich willkommen hier auf meinem Channel und herzlich willkommen zu diesem Mystery Unboxing. Ja, und dieses Mal war ich wirklich 100% überrascht von diesem Paket und ich war überrascht, als es hieß, dass beim Nachbarn ein Paket für mich liegt. Denn dieses Paket kommt vom lieben Micha F. Ihr müsstet ihn mittlerweile ja kennen. Und normalerweise ist der Micha so, der kann nicht immer ganz stillhalten. Ja, irgendwo lässt da immer so ein bisschen was durchsickern. Hey, da könnte demnächst vielleicht ein Paket kommen. Aber dieses Mal war er echt mucksmäuschenstill, hat da gar nichts davon erwähnt. Oder ich habe es vergessen, aber ich glaube, er hat da überhaupt gar nichts erwähnt. Weil sowas vergisst man ja eigentlich nicht, ne? Dass ein Paket kommen soll. Ich war total überrascht. Ich dachte erst, hey, was habe ich da bestellt? Ich habe doch gar nichts bestellt. Warum liegt da jetzt ein Paket? Und ja, jetzt habe ich hier dieses Mystery-Paket. Und wie es der Name erahnen lässt, weiß ich überhaupt gar nicht, was da drin ist. Es kann jetzt auch sein, dass das hier praktisch so ein kleines Geschenk für die Ostern ist, beziehungsweise dass es so ein kleines Osterpaket ist. Kann natürlich sein, dass da jetzt alles nur voll mit Schokolade ist. Ob da jetzt was Filmspezifisches drin ist, weiß ich gar nicht. Ja? Und deswegen packen wir das Ding jetzt einfach mal aus und schauen mal, was wir da von Micha und seiner Familie bekommen haben. So, jetzt haben wir es aber nach langem Hin und Her doch noch offen und ich bin mal gespannt. Und ja, da haben wir schon mal was Schönes von den Kindern bekommen und ich vermute, es ist ein Osterpaket. Ja? Wir haben hier dann ein paar schöne Bilder. Das hier hat der Große gemalt, ich sage die Namen jetzt mal nicht. Und sehr schön, das kommt dann bei die anderen Kunstwerke eurer Kinder. Und das hier dürfte dann vom Kleinen sein. Steht auch kein Name drauf. Ja, das dürfte dann vom Kleinen sein. Hier auch was Gezeichnetes. Ich hoffe, man erkennt das jetzt hier. Vielen, vielen Dank an die Kinder auf jeden Fall schon mal. Und dann gucken wir mal rein. Wir haben hier so eine kleine Tüte. Ich vermute, dass die Christine mit den Kindern selbst gebastelt hat. So eine Osterhasentüte. Sehr niedlich auf jeden Fall. Und ah, ich sehe auch, wer sie gebastelt hat. Ja, sehr schön gemacht. Sehr schön, ja. Sehr putzig. Und was haben wir hier? Elb Florenz, City of Dreams. Das ist ein Tag, so ein Aufkleber. Und den lege ich auch mal auf die Seite. Dann haben wir hier noch was Süßes. Ob das jetzt eine Anlehnung sein soll, weil ich der Benjamin bin, ja. Auf jeden Fall sehr putzig auch und ich weiß schon, was wir damit anfangen, aber das kann ich hier leider noch nicht verraten. Ja, dafür wird es auch wohl gedacht sein, denke ich. Der ein oder andere weiß es schon, aber es bleibt noch ein kleines Geheimnis. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch haben. Oh, und ist doch was noch mit Film dabei. Ein Riesenpaket hier noch, das lege ich mal kurz zur Seite, denn hier wird sich definitiv meine Freundin freuen, ich aber auch. Schokobons, ja, die gehen auf jeden Fall immer und ja, ich brauche bald neue T-Shirts, denn die ganze Mühe war schon fast umsonst mit der Diät. Im Lockdown wieder unnötig zugenommen, der ein oder andere kennt es. Obwohl wir viel wandern gehen und tatsächlich sehr aktiv sind. Tja, so ist das Leben. Ja? Dann gucken wir mal hier rein, was der liebe Micha denn da reingepackt hat. Wahrscheinlich wieder viel zu viel, wie ich das hier sehe. Und ach, Drecksack, das ist ja richtig geil. Die VHS Edition zu Die Fliege. Meiner Meinung nach ein sehr, sehr geiler Film mit Jeff Goldblum. Und habe ich im Keep Case, aber die VHS Edition passt hier wirklich perfekt zu diesem Film. Und ja, die werde ich wahrscheinlich in einem kurzen Packshot-Video auf jeden Fall noch zeigen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Sehr coole Edition. Es gibt so ein paar Filme, da muss ich sagen, da passt das wie die Faust aufs Auge mit diesen VHS Retro Editions. Hier haben wir, das ist eine Hardbox, glaube ich. Ah, sehr cool.
Million Dollar Crocodile von Birnplatt hier in der Hardbox. Die öffne ich mal kurz hier. Dann haben wir hier noch ein paar Aufkleber drin. Und dann natürlich die CD. Die Hardboxen sind innen nie so schick, aber von außen machen die wirklich was her. Wir haben hier so diese Alligatoren-Krokodilhaut. Und auch die Oberfläche ist so ein bisschen rau, so leicht erhaben. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich habe den Film Lake Placid, heißt der so? Lake Placid oder Placid Lake, ich weiß es gerade nicht mehr. Den habe ich im Mediabook von Birnblatt. Ich glaube, da ist der Film auch als Bonus-Disc dabei. Aber auf jeden Fall eine richtig coole Hardbox, die in der Sammlung auch definitiv was hermacht. Sehr cool. Dann gucken wir mal weiter. Und dann haben wir hier noch ein Mediabook. Vincent Cassell, Monica Bellucci, Dobermann. Und tatsächlich kenne ich den auch noch nicht. Dobermann kenne ich nicht. Habe schon viel davon gehört, auch vom Namen her, aber habe den Film noch nie gesehen. Sehr cool, auf jeden Fall dann ein Film, den ich noch nicht in der Sammlung habe. Und da freue ich mich auch auf die Erstsichtung. Ja, dann gehen wir weiter. Und dann haben wir hier noch ein Mediabook. Das ist sogar OVP. The Mind's Eye. Scheint ein bisschen älter zu sein. Sieht auf jeden Fall creepy aus. Und auch hier das Cover gefällt mir richtig gut. Und ist auf 222 Stück limitiert, sehe ich gerade. Von welchem Label ist das hier? Sinistrange. Und kenne ich auch noch nicht. Sehr schön. Und dann habe ich das eben beim Auspacken schon gesehen. Und hier habe ich noch die Aufkleber von dem Million Dollar Crocodile. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Den wollte ich mir sogar, habe ich den heute in der Hand gehabt. Ich war heute noch im Müller und habe den in der Hand gehabt und habe überlegt, ob ich den kaufen soll oder nicht. War aber allerdings nur die Keepcase-Variante, die ich da in der Hand hatte. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig ausspreche, aber The Mortuary. Und ich meine, das ist ja auch ein Cape Light Mediabook. Da bin ich sehr gespannt. Der Trailer hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und den Film habe ich aber leider auch noch nicht in der Sammlung gehabt. Bis jetzt. Ja, das ist es. Das ist das Mystery-Paket. Völlig überraschend. So kann man es dann doch noch haben um die Osterzeit herum. Und ja, vielen, vielen Dank, lieber Micha. Vielen Dank an die Family. Vielen Dank an die Kinder für diese tollen gebastelten Sachen. Und das Plüschtier, das weiß ich schon demnächst einzusetzen. Ja, vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Ihr dürft mir gerne eure Meinung zu diesem Mystery-Paket unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Ganze gefällt hier, lasst mir doch ein Abo da. Aktiviert die Glocke, gebt mir einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Euer Benny. Ciao.